Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pyramid Reborn. Ich mache gerade hier Mushrooms, Champignons oder so. Mit dem Resource Generator. Das ist der, den ich so extra gebaut habe, um mal Sachen zwischendurch zu machen, die ich nicht jede Menge von brauche. Und ich hoffe, ich brauche nicht mehr wie eine Kiste Mushrooms. So, damit ich die Kiste Mushrooms aber wegpacken kann, brauche ich ein bisschen mehr hier vom Refined Storage. Und da fangen wir mal mit an. Und zwar brauche ich Patterns, die werden so gecraftet. Und daraus kann man dann ein Pattern Grid machen. Da braucht man ein normales Grid für. Ein Advanced und ein Pattern. So, den machen wir mal schnell unten. Ich habe hier schon ein bisschen vorbereitet, hier überall Crafter drauf gemacht. Und hier hinten dann zwei weitere Crafter für die automatische Erzeugung. Das geht jetzt hier rein und ist dann sofort im Grid drin, weil wir Platz haben. Optisch. Ist es aber nicht, weil es nicht automatisch erstellt worden ist, genau. Oder ich muss aus den Dingern rausziehen. Das kann auch sein. Bin mir da nicht mehr so genau sicher. Egal. Packen es mal dahin. Hier können wir die ganzen Patterns reinmachen. Und dann können wir neue Sachen machen, zum Beispiel wie ein Pattern. Pattern braucht man immer, also machen wir jetzt erstmal ein Pattern. Processing werden wir gleich sehen, das sind die Sachen, die gecraftet werden, und wenn wir Processing schalten, ist das das, was wir machen wollen. Wir wollen die Prozessoren machen, die müssen wir Processing umschalten. Und eine geile Sache bei Refined Storage ist, ihr könnt da reinklicken, also wenn ihr so ein Rezept habt, da könnt ihr das auch trotzdem benutzen. Das ist der Basic. Das ist der Improved. Das ist der Diamond. Dann brauchen wir den Printed. Das ist Eisen. Und den. Und für alle die Dinger brauchen wir den Basic, den Printed Silicon. Der Printed Silicon ist das. So, da haben wir Patterns. Das eine ist ein normales Crafting Pattern. Das kommt hier rein. Das andere sind hier für den Crafter. So. Hier machen wir mal rein. Jetzt müssen wir gucken. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 zur Verfügung. Einen davon machen wir für Silikon. Den anderen machen wir für die Prozessoren. Und jeweils einen davon für die darunterliegenden. So, hier habe ich überall ein Speed Upgrade drin. Das wird unser nächstes Rezept. Speed Upgrades. Speed Upgrades. Braucht diese paar Sachen. Und ihr seht auch, wo wir das nicht haben, vielleicht können wir das trotzdem machen. Auch das ist eine coole Sache bei. Bei Refined Storage nehmen wir das raus. Das ist ja falsch. Brauchen die Upgrades.
dann packen wir den mal unten rein. Wie gesagt, hier kommen alle Endrezepte rein. Und dann schauen wir mal. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Speed-Upgrades. Können wir sagen, Craft Speed Upgrades. Wir machen mal 10, wenn es geht. Und es geht. Start. So, während der craftet, brauchen wir ein weiteres Upgrade. Und zwar Iron. Und zwar dieses Quartz Enriched Iron. Das packen wir gleich in den Crafter rein. Und das müssen wir mal gucken. Der holt die da nicht raus. Okay. Notes. Transfer Node Energy. Transfer Node Items. Kriege ich davon 4. Item Ducts. Impulse Item Ducts, das sind die schnellen. Wenn ich die Item Ducts fülle mit Glowstone. Also Item Ducts machen wir so. Hand. Glowstone. So, und dann brauchen wir einen Retriever. Dann brauchen wir nämlich nur einen. Kriegen wir den hin? Den kriegen wir auch hin. Aber nur ein Ei auf die Ende. Und ein Signal im Retriever. Werdet ihr gleich sehen, wieso, weil das macht die ganze Sache einfacher. Hallo. So, da sind sie drin. Wir wollen sie aber eigentlich wieder zurückhaben. Und da haben wir jetzt die Item Ducts. Und die Crafter müssten ein Inventory sein, wo man reingehen kann. Und das werden wir ausnutzen. Also müssen wir uns ein anderes Interface besorgen. Kann man eine Ender Chest machen? Das ist ein beliebter Trick, aber wir haben nur die normale Ender Chest, deswegen. Obwohl, die können wir nicht auch machen. Wieder Eye of the Ender. Die normale Ender Chest können wir auch nehmen. Wir brauchen nur eine, also. So, und damit das funktioniert, brauchen wir noch ein. Hoppala. Na. Na. Immer wenn ich I drücke, Import. Wir brauchen einen Importer. Oh. Improve Prozessoren. Dann müssen wir die Prozessoren noch machen. Genau, wir brauchen den, beziehungsweise den Destruction und Construction Cores. Die Cores müssen wir machen. Das ist einmal der hier. Construction Core. Deconstruction Core. Gott. Und dann machen wir direkt ein Rezept für Importer. Und der Importer hat ein Cable. Und Cable machen wir auch.
Wie weit sind wir hier? Ah, können wir noch mehr machen wollen. Alter Trick. Der auch hoffentlich mit normalen Ender Chests funktioniert. Hier brauchen wir keine zu machen. Also haben wir die da dran. Und es geht nicht. Okay. Hätte sein können. Okay, dann halt nicht. Dann machen wir es so. Sagen, hier ist ein Signal und Retriever und der ist immer enabled. Der müsste dann jetzt die Sachen hier rausziehen. Wenn sie nicht sided sind, also abhängig von der Seite. Und wenn das ein richtiges Ziel ist. Das können wir testen. Okay, es war kein Ziel. Okay. Ah, komm schon hin. Das aktivieren. Dann in den Crafter brauchen wir das. Das. Und die Patterns. Dann haben wir Speed Upgrades. Wenn man hier Speed Upgrades reinpackt, dann werden die schneller. So, und dann will ich den hier noch beschleunigen. Und ansonsten haben die schon alle einen. Also es sollte eigentlich recht flott jetzt gehen. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Importer. Und den können wir craften. Wir haben alles. Zack. So, wenn wir den jetzt... Na, importen. So, wenn wir den jetzt hier unten dran packen, an die Kiste, dann wird alles auch wieder in das Grid reingezogen, aus der Kiste raus. Wenn ich die jetzt da reinpacke, dann werden die da rausgezogen. Und hier kann man dann zum Beispiel ein Stack-Upgrade reinpacken. Da wird es Sinn machen, da wird der ganzen Stack reinziehen. Oder man wartet halt. Oder Speed Upgrades halt. Wie viel Zucker haben wir denn? 4. Wie kommen wir denn an Sugar dran? Oh, guck mal. Sugar Cane. Allerdings haben wir auch nicht so viel Sugar Cane. Also. Wir haben schon was, aber nicht so viel. Dass wir sagen können, wir machen jetzt irgendwie Tausende von Speed Upgrades. So, und der Zucker landet hier oben. Nicht da unten, weil die ja eine höhere Priorität haben. Also alles, was ich hier reinschmeiße, wird erst hier reingeschoben und danach in die zwei Kisten. So, also Speed. Machen wir nochmal 10. Das Stack Upgrade haben wir ja auch. Ja, gehen wir mal gucken, was passiert. Ah, da flitzen sie.
Oder sind gerade geflitzt? Man saß noch gerade. Sind aber schon alle weg. Da kommt das. Plopp. Da ist er. Es ist halt die Frage, ob man diese Prozessoren hier nicht nur mal hier reinpackt. Und zwar irgendwie über Kreuz. Da könnte es schneller gehen. Machen wir da einfach mal. Mit Shift kann man sehen, was das ist. Hier ist der, dann machen wir da einen Diamant draus. Hier ist der, dann machen wir da den draus. Das ist der, dann machen wir da den draus. Und dann macht er nur noch die Endergebnisse aktuell halt, unser Speed-Upgrade. Die noch irgendwo sind. Suchen wir mal einen Monitor. Und zwar gibt es einen Crafting-Monitor. Was brauchen wir dafür? Noch mehr Patterns. Da kann man gucken, ob irgendwas noch ist. Irgendwas noch läuft. So, im Grunde haben wir keine Speed-Upgrades gemacht. Er muss 5 Upgrades craften. 4 Improved-Versoren. Start. Ups. Ähä. Ist nicht genug Strom. Okay. Das ist natürlich jetzt doof. Dem können wir vielleicht Abhilfe schaffen. Hier zeigt euch auch übrigens die Kraft. Wie viel er braucht. 87 FE pro Tick. Und er hat 32.000, aber das ist halt gerade irgendwie aus irgendeinem Grunde wurde halt so viel Strom benutzt. Höchstwahrscheinlich wie in den Dingern hier. Wobei die ja nicht voll sind. Irgendwas braucht er aber noch massiv Strom. Ich bin der Meinung, dass die nicht besonders ja, freundlich sind, dass die immer weiterlaufen. Also nochmal Speed Upgrades. 3 hat er mal geschafft. So, jetzt nochmal 7 machen. Und wenn ihr euch den Crafting Grid anschaut, dann seht ihr, was er machen muss. Speed Upgrades. Machine is in use. Oh, weil die Maschine schon im Benutzen ist. Eine von den Maschinen, die gerade was macht. Er kann nicht parallel arbeiten. Hier passiert gerade was, hier werden die Upgrades gekauft. Zack, noch eins rein. Eins rein. Eins rein. Hier bauen wir mal das Stack-Upgrade rein. Wie gesagt, normalerweise mache ich das mit einer Ender-Chest. Oh, das ist auch noch, hier geht es auch noch rein. Ne? Ja, deswegen. Mach ich das mit der Ender Chest und dann pipe ich alles von verschiedenen Ecken in die Ender Chest rein und dann habe ich das nachher einfach mit wenig Importbussen wieder da, wo ich es haben will.